Freunde, einige Gedanken zu Parashat Toldot. Yitzchak segnet seinen Sohn Jakob, denkend, es sei Esav. Und als sich herausstellt, dass es in Wahrheit Jakob war, überkommt Yitzchak ein großer Schmerz. Unsere Weisen sagen, dieser Schmerz war so noch größer als die Angst und den Schmerz, den er gehabt hat, als sein Vater Abraham ihn opfern wollte. Warum überkam ihn so ein großer Schmerz? Eine einfache Erklärung ist, weil er verstanden hat, dass sein Sohn Jakob ihn betrogen hat. Eine andere Antwort ist, dass Yitzchak eingesehen hat, dass sein Leben lang, wo er geglaubt hat, Esav sei der Richtige, wurde ihm nun jetzt von Gott gezeigt, dass Esav nicht der Richtige ist. Und retrospektiv hat Yitzchak verstanden, alles, was ich vorher gedacht habe, war nicht korrekt und Esav war nicht der Richtige. Und davon kam der Schmerz. Der Schmerz, das ist die Einsicht, dass man etwas geglaubt hat, das sei richtig, viele Jahre lang, und dann stellt sich fest, es sei tatsächlich nicht richtig. Und davon lernen wir, wenn es um Zurechtweisung geht. Wenn wir einen Menschen zurechtweisen, kann es, meint man oft, ja, man sagt ihm jetzt eine Zurechtweisung und dann wird sich die Person das überlegen und sich wieder bessern. Oft kann eine Zurechtweisung bedeuten, dass die Person viele Jahre, was sie gedacht hat, verändern muss. Und das ist schmerzhaft. Das ist nicht einfach. Und deswegen soll man so vorsichtig sein bei Zurechtweisungen. Einerseits ist nicht, das ist die Beschämung. Das sind Zurechtweisungen, die in der Öffentlichkeit passieren. Aber wenn man eins zu eins miteinander spricht, auch da soll man Acht geben, weil dann man einen Schmerz hervorrufen kann, der jahrelang dann zurückgeht. Und deswegen muss jede Zurechtweisung sehr abgewogen werden. Sogar in den Worten gibt es einen Unterschied, ob man einer Person sagt, du hast das und das falsch gemacht. Oder ich glaube, dass das vielleicht nicht richtig gewesen ist. Allein durch die Wortwahl kann man schon den Schmerz einer Person sehr stark minimieren. Shabbat Shalom.